Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen... Eigentlich würde ich jetzt nochmal gerne von vorne anfangen, aber das geht leider nicht. Deswegen einfach nur herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park The Stick of Truth. Ja, ihr habt schon gehört, Timmy hatte ich mit seinen freudigen Worten begrüßt. Und ich habe jetzt einfach mal wieder voll Bock darauf gehabt zu zocken. Hier kommen wir noch nicht rein, ne? Genau. Ab zu Elgor. Ja, Leute, es ist Wochenende, endlich. Oh, ich freue mich. Aha. This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defilibrator. So. Damit haben wir schon mal für eine spätere Quest vorgesorgt. Das können wir allerdings erst jetzt, also jetzt nicht mehr machen. Das heißt, also halt jetzt noch nicht machen, einfach weil wir noch nicht eine bestimmte Fähigkeit besitzen, die wir erst noch bekommen werden. Das heißt, jetzt wird es Zeit... Jetzt muss ich ganz kurz noch was überlegen. Tut mir ganz kurz leid. Ich zeige es euch dann mal später. Ich muss nur mal... Okay, meine Freunde. Wo kann ich meine Freunde sehen? Das Spielzeug... Ah, hier, genau. Ich muss nur gucken, ob ich diese 6 Kiddies schon habe, die... Habe ich noch nicht, ne? Tut mir leid, ich muss gerade mal überlegen, wen ich schon alles geholt habe. Also, ihn hier oben habe ich schon. Hier habe ich... Ne, hier war keiner, ne? Dann sie habe ich... Ihn habe ich wahrscheinlich noch nicht, hier unten in der Kanalisation. Da schaue ich doch gleich mal nach. Genau, der da unten ist noch da. Und... Oh, der hab ich beim ersten Mal richtig weggefickt, ey. Der und der... Jawohl. Beim letzten bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich weiß, wo er ist. Und zwar, Leute... Hier waren wir ja schon überall. Das heißt, wir können auch schon rein. Gut. Nee, dann weiß ich Bescheid, wo wir dann hin können. Lass mich ganz kurz überlegen. Der war nicht hier. Shit, wo war der nochmal? Ach ja, genau. Genau, der war hier. Da hinten. No way! How did you find me? Tja, das ist die Frage. Also ich sag euch eins, Leute. Das war Horror da. Gut, damit ich auch dieses Mal meiner Pflicht nachkomme und damit ich nicht Gefahr laufe, Montag physischem Schaden ausgesetzt zu werden. Jan, hier begrüße ich dich auch einmal im Video. Ja, ich habe dein Lied gesehen. Ah Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich weiß leider noch nicht, ob wir sie schon als Freundin geholt haben. Ja, haben wir schon. Also wenn die da schon gelootet ist, dann haben wir das schon. Gut, dann können wir jetzt wirklich mal mit der Story fortfahren. Miss Biggle haben wir auch schon. Ja, passt. Wir können jetzt zur Schule gehen. Auf geht's. Alter! Spiel, ne? Regt mich jetzt nicht auf. Geh da rüber zur Schule. So. Habe ich auch mal etwas für das allgemeine Niveau dieses Spiels bzw. dieses Let's Plays beigetragen. Hierhin muss ich jetzt. Craig, this is detention. Okay? Stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy. Okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Auf geht's, Leute. Nun denn, ich muss doch noch was nach... Okay, okay. Oh Gott, sehr gut, sehr gut. Vermindert die Abwehr des Tiers bei perfekten Angriff. Ja, die werde ich sowieso nicht benutzen. So, dann zeige ich euch auch gleich etwas. Es gibt ein relativ beschissenes Achievement. Das ist Gingivitis. Das könnt ihr nur in einem einzigen Kampf holen und das ist bei dem Kampf, der jetzt kommt. Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m.
I warn you, stay away from the doors. One step toward you are in breach of school law and must be punished. Auch gut. Ah, shit. Ich kann euch das auch mal ganz kurz zeigen, wenn ihr zu ihm hingeht, nicht schlagt und mit ihm dann einfach gleich den Begleiter wechselt. Oh, Hamburger! Gut, das zählt jetzt natürlich nicht. Ich möchte euch einmal den Biss des Rotschopfes zeigen. Ich finde ihn so geil. Ja, strecken wir das jetzt vielleicht mal ein bisschen künstlich in die Länge, aber ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Butters. Also hat er mir einen reingedrückt, ey. Ich gebe ihm jetzt noch 2 Attacken. Na, 3. Wenn er mich in 3 Attacken nicht gebissen hat, also... Das Achievement dauert ein bisschen. Ich glaube, ich habe bei dem Kampf fast 15 Minuten gebraucht. Oh, shit! Naja, wir wechseln sowieso. Na gut. Mit ihm mal wieder hier angreifen. Übrigens, das war jetzt die erste Attacke. Komm schon. Wir schaffen das. Einmal gebissen werden. Einmal. Bitte. Ich will den Biss. Boah, ist zweite Attacke? Okay, letzte Attacke. Komm schon. Glaubt mir, Leute, wenn ich euch sage, das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr diesen Achievement bekommen könnt, weil später ist alles nur noch... Ja, ich will es nicht spoilern, aber später, wenn sie einen angreifen, auch beißen, ist es was anderes. Jetzt, da ist es. Ich feiere diese Attacke so sehr. Gut. Also, zuerst mal machen wir ihm jetzt 3 Blutschaden. Dann ist er nämlich gleich nächste Runde weg. Und wir können auch gleich wieder tauschen. Der kann nämlich, Kenny kann gar nichts. Nur die Spezialattacken sind relativ gut. Der stirbt jetzt sowieso. Machen wir den noch einmal mit Meucheln komplett weg. Boah, das zieht Damage. Okay. Passt perfekt. So, damit ist er jetzt weg. Oh, God damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Careful, douchebag. This dungeon holds many secrets. For centuries, so. These halls went unmonitored. But then the evil overlord Mackie rose an army of gingers to protect his precious after-school detention. Now these minions lurk the halls terrorizing and suspending the innocent. Kann ich auch gleich mal rumzeigen. Wenn man einfach hier drauf guckt und halt auch wirklich ein bisschen South Park-Fan ist, dann wird man einfach alles wiedererkennen. Ich für meinen Teil habe South Park in Anführungszeichen nur ab der ersten Staffel, erste Folge bis zur mittlerweile 14. gesehen. Ich habe die Folge gesehen. Ich habe gesehen, wo sie starb, wo er starb. Ihn kenne ich leider nicht. Das kenne ich auch noch. Es ist einfach richtig toll. Das Spiel baut so extrem darauf auf. Und ich muss halt einfach sagen, also damals, als das Spiel rauskam, hatte ich persönlich keine Ansprüche an das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt inzwischen muss ich sagen... Ach ja, genau. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ach, shit. Ach doch, es geht noch. Ja, es geht noch. Das habe ich schon. Wir müssen jetzt hier ein kleines bisschen aufpassen. Das ist einer von, ich glaube, 4 Sachen, die man... Oder einer von... Es gibt nicht viel, was man verpassen kann, aber das ist eines der Dinge. Unter anderem... Hier oben, ein schön Pokémon. Das auf jeden Fall mitnehmen. So, hier kommen wir nicht rein, dann brauchen wir noch einen Schlüssel. So, hier ist ein Ginger, da habe ich keinen Bock auf den Fight, wir machen das so. Jetzt geht er nämlich hier hin. Und jetzt haben wir ihn K.O. Das, ja genau, das war gar nichts. Hier kommen wir nicht weiter, Leute, also müssen wir jetzt hier hinten lang. Genau. Und jetzt... Oh Gott. Jetzt brauchen wir Kennys Fähigkeit. Wir brauchen die Double D Power. Hallo, genau. Da sieht man mal wieder, was der typische schwanzgesteuerte Mann noch alles bewirken kann. Hier drin war, soweit ich weiß, nichts Besonderes. Also wirklich gar nichts.
Außer halt sowas, aber... an sich für die 100%, sage ich mal, nicht so sehr wichtig. Da hinten waren wir gerade... wir warten einfach nochmal, bis er rübergegangen ist. Ich will nur sicher gehen, dass wir den auch wirklich treffen. Weil ich einfach keinen Bock habe dann auf zwei Kämpfe. So. So. Er wird uns auch nicht angreifen mit Beißen, soweit ich weiß. Ich will es nochmal gesagt haben. Da die sowieso nicht wieder aufstehen können, machen wir einfach mal Folgendes. Wir schlagen ihn jetzt einfach dreimal. Oder auch nicht. Gut, von mir. Das Problem ist, ich muss ihm erst das Schild runterziehen. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr euch bei Attacken unsicher seid, dann wartet, bis ihr unten diesen Kreis da seht. Das funktioniert bei, ich sag mal, 95% aller Attacken. Es gibt ein paar sehr, sehr wenige, bei denen ihr wirklich einfach wissen müsst, wann ihr die Konter, weil es halt ansonsten nicht funktioniert. Jetzt dürft ihr aber tot sein, oder? Was, du? Meucheln! Und weg mit dir. Damit wurde der Kampf gegen die Weasley Family eröffnet und die Weasleys gehen zu Boden. More officers down. We're taking heavy casualties out here. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time. Not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Okay. Ihr habt es gehört, Leute. Hier ist eine der verpassbaren Waffen. Ist an sich Quatsch, aber für die 100% halt leider vonnöten. Die hier waren... genau, hier waren wieder Wiederbelebungstrank drin. Und das hier war auch nur Scheiß. Okay. Hier kommen wir später lang. Hier hinten waren wir schon. Genau, jetzt können wir nämlich hier rein. He's here, guard the key. Jetzt können wir nicht zum einen die hier machen und ihn hier. Können wir, ohne einen einzigen Gegner gekillt zu haben, komplett durchgehen. So. Moment, jetzt muss ich... boah, ich drücke immer... ich will immer Escape drücken, nein. Inventar für Butters. Und erstmal wieder looten. Der muss dann den Typen hier da heilen. Auf geht's. Buddy. Thanks. I thought I was a goner. There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Ich habe zwar keinen Plan, wer das ist, aber wir können es schaffen, Leute. Wir können die allerbesten sein. Habe ich die da hinten schon gelootet? Gedächtnis, ich weiß schon, Gedächtnis wie ein Stück Sieb. Nee, hatte ich nicht, Tatsache. Gedächtnis wie ein Stück Sieb ist auch mal interessant. Wie ein Stück Sieb. Geil. Gut, hier hatten wir... warte mal, haben wir die schon gelootet? Ja. Scheiße. Ja, gut. Ich möchte mich übrigens nochmal ver... fuck, jetzt. Scheiße, ich hatte es heute noch... ich wusste mich heute schon noch dafür anfilmen lassen, dass ich während der letzten Aufnahmesession nicht wusste, wie die Stadt hieß, wo wir waren. Ach Gott, entweder war es Görlitz oder Greisnitz, eins von beiden. Ich dachte Görlitz. Fuck, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, Jan, ich weiß, dass du mich am Montag wieder in der Schule steinigen wirst. Okay. Lass mich noch einmal kurz überprüfen. Haben wir alles? Also auf jeden... die Dartpfeile müssen auf jeden Fall sein und Nahkampfwaffe. Können wir die irgendwie verbessern? 10% mehr Schaden. Widerlichkeitsschaden. Ja, komm, nehmen wir das. Ich werde es noch nicht benutzen, aber... wo denn, Leute? Viel Glück. 1, 2, 3. That's far enough, intruder. Where's your hall pass? No hall pass? Then it's time to write you a referral. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Okay, Leute. Deadly Forth is authorized. Ich glaube, das sogar... ja, darf er. Okay. Gut, als allererstes... weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich muss kurz mal überlegen.
Also als allererstes ist zumindest meine Intention, dass wir erstmal die anderen wegholen, damit die nicht mehr so oft angreifen können. Deswegen macht Butters jetzt noch mit dem Hammer der Stürmer auf die beiden hier. Und ich darf nicht vergessen, Mana zu essen, damit ich dann den Boss bei seinen Spezialattacken unterbrechen kann. Sonst haben wir echt die Arschkarte. Ja, ist ja gut, ihr Flachwichser. Ach du Scheiße. Er macht es schon. Nein. Hier. Hauptsache, ich scheiße mir jetzt nicht ein. Oh, bitte lass den kleinen Mana-Trank reichen, sonst habe ich ein Problem. Gut, Magie. Drachensch... Ah ja, genau. Genau. Jetzt ist er nämlich betäubt. Und wir können uns jetzt ganz easy und Snackerito-mäßig um unsere beiden Kameraden hier drüben kümmern. Das ist auch... Der ist auch tot, das ist sehr gut. Dann geben wir dem nämlich gleich nochmal Blutschaden. Und... Na, schade, Butters hat keine MP mehr. Ja, gut, dann machen wir dem einfach so mit dem Schlag weg. Das war easy. So, Leute, bevor ihr da reingeht, das ist ganz wichtig, hier noch looten. Sonst verpasst ihr die nämlich auch. So, ich muss mal gucken, von dem habe ich jetzt alles. Ja, auf geht's. Damn you, Craig! So, die haben aufs Maul bekommen. Und zwar richtig aufs Maul bekommen. Thanks for busting me out, kid. Who are you? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Ich find's interessant, wie er nicht sprechen kann. 35 Freunde, nice! Nice, nice, nice. Nice. Gut, jetzt muss ich wieder was gucken, kurz bei den Quests. Das nicht, das nicht. Das hier. Schrottplatzhund und Kuhglocke habe ich beide. Okay. Da muss ich jetzt nur noch ganz kurz... Ich kann ja jetzt pupsen, ne? Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, weil... Erstmal hier hin. Und dann holen wir uns auch gleich noch ein paar neue Freunde. Ich sag's gleich. Das ist der Shit, also... Ja. Also, wie gesagt, wenn man nicht weiß, wie man dorthin kommt, das findet ihr in Stans Haus. Ich weiß natürlich. Und ja. Ich gehe da jetzt einfach mal kurz hin und hole das. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich jetzt richtig gehe. Aber eigentlich müsste überall hier was sein. Mr. Slave habe ich schon. Hier war der Mann, der das Pferd gefickt hat. Da kommen wir nicht rein, aber noch nicht. Oh. Okay. Wir können ja jetzt pupsen. Okay. Wir sind jetzt im verlorenen Wald. Das ist jetzt wichtig. Also, wir müssen jetzt einmal rechts. Nein. Fuck, fuck, fuck. Durch! Jetzt kommen gleich wieder meine Eltern nach oben. Nein, nein! 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 Ich bin im Arsch! Scheiße! Im Arsch heißt, dass Butters nach einer bestimmten Anzahl von Runden einfach draufgehen wird und ich da nichts gegen machen kann. Ich wechsle lieber. Sonst habe ich ein Problem. Ich habe halt einfach zu früh gerade geblockt. So, auf ihn. Dann ist er nämlich jetzt weg und... Ach, wisst ihr was? Holen wir ihn einfach weg. Was? Was? Du... Du Dreckiger. Du Räudiger. Das war's. Eskalation. So. Weg mit euch. Das ist doch jetzt ein Witz.
Das hat so seine Gründe, warum ich in dem verbotenen Wald bin. Ich hasse diesen Scheiß, ey. Habe ich noch irgendeine Spezialattacke frei? 12? Nee, bringt mir alles gar nichts. Alter Schwede, ey. Es geht drauf, ey. Scheiß Spasten, ey. Komm, jetzt nimm das. So, wir müssen jetzt einmal nach oben. Och nein. Nein. Ey, du... Das ist so lächerlich. Oh, fuck. Oh, fuck. Bitte lass das funktionieren. Oh Gott, es hat funktioniert. Gut. Passt auf, wir hauen jetzt dem erstmal aufs Maul. Was machen wir jetzt mit Kenny, pelzige Freunde? Wie ich einfach jetzt schon wieder vergessen, wo wir lang müssen. Es müsste aber rechts sein. Alter, ich gehe noch drauf. Ich bin drauf gegangen. Kenny, hol mich zurück. Ich fass es nicht. Ey. Ja, der kann natürlich jetzt nichts... Okay, er ist tot. Oh, oh. Geh doch drauf, bitte. Geh einfach drauf, so. Und du bist jetzt auch noch weg. Alter. So, wir waren jetzt einfach nach oben gegangen, ja? Das ist schon hart. Ey, ich hatte doch auch schon so viel Glück, ey. Das lohnt sich eigentlich zum späteren Zeitpunkt, weil halt keine Hunde da sind. So, einmal rechts. Einmal nach unten und nochmal nach rechts. So. Finally, ey. Ja, ich weiß, dass eine Aufwertung verfügbar ist. Wir gehen jetzt mal zu den Tieren des Waldes. The new kids come into the forest to have a soul save. Yay! If you want your soul save, all you got to do is accept the one true Lord as your personal savior and renounce all others as false idols. You're saved. Praise be to Satan, your new dread master. Now we can all be friends on Facebook. Yay! Hail Satan! So, hey Satan, Satan ist jetzt unser wahrer Herrscher oder Mephisto, wir haben das ja heute in Deutsch dran gehabt. So, und jetzt erstmal auf jeden Fall das jetzt endgültig ausbauen. Und drei vor... Ja, na geil. Zweiter Wind auf jeden Fall. Dann brauche ich auf jeden Fall das hier. Und... Und das hier finde ich eigentlich auch noch ziemlich gut. Jetzt muss ich mal gucken, was muss ich noch machen. Das auf jeden Fall als nächstes. Leute, oh, ich habe das falsche geskillt. Ich wollte eigentlich das hier skillen. Oh. Na gut. Ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir uns down healen müssen. Rauskommt übrigens, wenn ihr permanent nach Süden geht. Dann kommt ihr oben bei der Ranch wieder raus. So, dann sind die Ratten auch weg. Hier liegt die Farmkuh. Ach ja, die Farmkuh. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich auch alles, was ich machen wollte. Zumindest erstmal so weit. Nach Kanada kommen wir ja noch nicht. Hier bringt eigentlich gerade gar nichts. Hier eigentlich auch nicht. Das auch nicht. Ja, dann... Muss ich noch einmal ganz kurz überlegen. Mit dem Furz gehen wir noch einmal hier hin und holen uns ein Shin Pokémon. Weil sonst vergesse ich das noch. Und zwar das hier. Ich sagte das hier. Und ja, das war's. City Hall und hier braucht's eigentlich nicht. Soweit ich weiß, haben wir da alles gemacht.
Gut, dann geht's jetzt ab zu Cartman. Welcome to our base. All are welcome here, even those with chronic medical conditions. What you? You want me to fight with you? Ja, passt. Okay. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue der your training? Hat eine richtig to the training miese grounds. Attacke drauf. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy. Allow me to demonstrate. Let me show you one more time. Watch closely. Das überspringe ich mal kurz, Leute. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. So, Arsch zusammenkneifen, Frequenz finden, die war hier, ne? Genau. Und werfen. Yes, yes! But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, hey, Malgazin! Malgazin, could you come help us with something? Don't have to touch, it's gonna be sweet. Yeah? hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, come and spell! Er hat sogar noch Force Granate und trotzdem checkt Scott einfach nix, Vollidiot. Dude, that was sweet. You threw that shit right in Scott's face. Alright, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Douchebag. And never on a man's boss. Okay. Wissen wir Bescheid, aber... If the carrier ravens are correct, the Bard is hiding out at the Inn of the Giggling Donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the Elven Forest. Let us find the boat and bring him to justice! Make haste to the Giggling Donkey! Auf geht's! So, wir haben jetzt hier die Standardsachen. Ich muss mich dann wieder kurz umequippen, das ist ein Kram. So. Also, Druidenkrone, Druidenrobe, Druidenhandschuhe. Wett? Hä? Druidenhandschuhe? Hallo? Dann halt nicht! Ist ja gut. Ich bin ja Level... ja, viel Rüstung. Zweihändige Waffe habe ich nicht. Ein zweihändiger macht Angriff. Ja, werden wir später kaufen. Das bringt jetzt nur nichts. Und eine Sache muss ich auf jeden Fall noch nachgucken. There it is. Oder auch nicht. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Stay close, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the Bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the Bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Auf geht's. Tja, weil der Bade ist, ich denke mal, das kann sich jedes Kleinkind herleiten. You think the Bard's really down here? Genau, hier war was. Den Ball. Ich denke, spätestens wenn man hier die Krücke sieht, weiß man ja, wer es ist. Ich bin ein Vollidiot, weil... Das habe ich gerade auch wieder verpasst. Verpasst.